kann es ja gar nicht glauben, dass ich ihn tatsächlich rette, was ich nicht alles für diesen Mann tue. Na schön, ich bin hier. Jetzt wirst du mir aber einiges erklären müssen, Jack Masters. Aber... Wenn du auch nur eine Minute lang denkst, du kannst da hängen und total unschuldig reinschauen und alles ist vergeben und vergessen, dann mach dich aber auf etwas gefasst. Ich bin so sauer, ich könnte dich anspucken. Von allen dreckigen, schleimigen Dingen, die man anrichten kann, musst du die minderjährige Tochter des Nabobs verführen. Das gehört wohl zu dem Primitivsten, was ein Mann sich leisten kann, sogar für deine Verhältnisse. Ich sollte dich einfach hier in der Zelle verrotten lassen, du Schwein. Können wir da vielleicht ein anderes Mal drüber sprechen? Wie rede ich mich da nur raus, Grimbel, Grimbel, verdammt. Beweg dich, Masters! Kann das Scheißding sich nicht schneller bewegen? Wahrscheinlich schon, wenn ich deinen dicken Hintern herunterschmeißen würde. Hier, Hakim, nehmen Sie das Kamel. Sie können es verkaufen und das Geld behalten. Das Geschenk ist höchst willkommen, aber ich bin mehr gesegnet, dass ich Sie kann wiedersehen. Sie sind so ein charmanter Mann, Hakim. Ja, Hakim, sehr charmant von Ihnen. Pass auf, Masters. Was, ich mag ihn nun mal. Kann ich ihm nicht auch ein Kompliment machen? Ich sehe niemanden, der uns verfolgt. Und in diesen überfüllten Straßen sollten wir eigentlich sicher sein. Nicht lange. Übrigens war es furchtbar nett von dir, Hakim, das Kamel zu geben. Eine wunderbare Geste. Versuchen Sie sich nicht bei mir einzuschleimen, Mr. Masters. Was meinst du denn damit? Hör auf! Du weißt genau, wovon ich rede. In der Tat müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen einschleimen bei der guten Kate, aber ich glaube, an dieser Stelle ist es sogar völlig wurscht, welche Antwort wir nehmen. Wir schauen uns trotzdem mal alle an. Nein, wirklich, ich habe keinen blassen Schimmer. Übrigens, dein Haar sieht ganz toll aus. Hast du irgendwas Besonderes damit gemacht? Okay, du hast mich ertappt. Also, was soll ich jetzt machen? Oder? Nein, weiß ich nicht. Wie wäre es, wenn du es mir sagen würdest? Wir nehmen mal Nummer 2. Und in der Zwischenzeit halt gefälligst den Mund und quatsch mich nicht an. Was? Du hast mich schon verstanden. Ich habe im Moment keine Lust, mit dir zu reden. Na prima. Du hast gefragt. Ja, und das zum letzten Mal. Bitch. Fein, habe ich. War ein Fehler. Sagen Sie, Hakim, da ich ja nicht mit der jungen Dame reden darf, könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, netter Mann. Was wollen Sie? Sagen Sie der jungen Dame danke, dass sie mich gerettet hat. Kate, netter junger Mann, ich hab's gehört. Der nette Mann? Hast du ihm das etwa eingeredet? Wer, ich? Ich war bis vor kurzem noch angekettet, wenn ich dich daran erinnern darf. Ja, aber es sieht so aus, als ob für dich immer alles glücklich endet. Ja, und? Na schön, dann reden wir jetzt erstmal nicht mehr drüber. Wir sollten besser Tschö suchen und uns langsam mal vom Acker hier machen, ne? Du hast wohl recht. Denn die ganze Welt ist hinter uns her. Istanbul, China. Denn in der Zwischenzeit passiert das. Sprich, Frau, sag mir, wo die Flüchtlinge hin sind. Oder Allah sei dir gnädig, ich reiß dir deine Zunge raus. Sie waren hier, aber ich weiß nicht, wohin sie gegangen. Ich schwöre, ich weiß nicht. Bitte tun Sie mir nichts. So, also wie gesagt, jeder ist hinter uns her und das ist ein guter Zeitpunkt, hier auch mal das Spiel abzuspeichern, denn es gibt wieder 1000 Tode zu sterben. Genau, den Spielstand nehmen wir gleich. Jetzt gehen wir mal bewusst den falschen Weg und schauen uns an, was dann passiert. Nochmals in der Zwischenzeit. Batz, da zerdeppert zu unserem Flieger und der gute Tschö fliegt raus. Los, jetzt schnappen wir uns Masters und das Mädchen. Also jetzt sollte man weiter flüchten. Nachdem das Flugzeug weg ist, jetzt wäre es vielleicht eine gute Idee, zum Bahnhof zu gehen? Fragezeichen. Hey Junge, hast du amerikanischen Mann und Frau auf Kamel vorbeireiten sehen? Autsch, lass mich los, ich weiß nicht, wo Vogelmann. Also überall ist der... Lucky, nur der Vogelmann. Wir gehen jetzt bewusst nochmal den falschen Weg, weil es so schön ist. Da ist er! Schnappt ihn euch! Also, wir sind von der Palastwache erwischt worden. Kate Lomax ist gezwungen, sich dem Harem des Nabobs anzuschließen. Aber Lucky erwischt's nicht besser.
Da er vor die unattraktive Wahl gestellt wird, die Tochter des Nawabs zu heiraten oder hingerichtet zu werden, entschließt sich Lucky für das, was er für das kleinere Übel hält. Ein bisschen später jedoch ist er nicht mehr davon überzeugt, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Die königliche Tochter hat ein paar Pfund zugenommen, seit er sie das letzte Mal gesehen hat. Es sieht so aus, als ob er den Rest seines Lebens an der sehr kurzen Leine der gewichtigen Prinzessin zubringen wird. Gut. Wollen wir natürlich nicht für den armen Lucky, deswegen machen wir nochmal ein flottes Spiel wiederherstellen und dann gehen wir hoffentlich den richtigen Weg. Gut, also jetzt werden wir gleich mal zum Flugblatt schauen. Vielleicht können wir jetzt noch ganz schnell mit dem Flieger abhauen. Aber nein, da passiert dasselbe. Tschö, haut wieder raus, alles explodiert. Da ist Meister, er ist fast ihn! Joe, wir müssen ihm helfen! Er ist tot, Kate. Wir können uns jetzt nur noch selber retten. Komm jetzt, wir müssen sofort von hier verschwinden. Jetzt lassen wir uns mal von den drei Banditen, die da hinten angestrauchelt kommen, mal gefangen nehmen. Dann sind wir sowohl von Istanbul als auch Chengdu gefangen genommen worden. Da sind sie! Tötet alle, außer dem Mädchen! Diesmal werden sie nicht flüchten, Masters! So, auch hier wieder Game Over. Wir haben die Power des Wiederherstellens. Alles kein Problem. So, dieses Mal machen wir es auch richtig. Wir gehen nochmal zum Flugzeug. Schauen uns die ganze Chose nochmal an. Es wiederholt sich halt jetzt ein drittes Mal. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Da ist Masters fast ihn. Dieses Mal sind wir ein bisschen schneller. Und nachdem jetzt unser Flugzeug hochgesprengt ist, kennen wir alles schon, bleibt uns jetzt wirklich nur noch die Bahn, mit der wir von hier verschwinden können. Der Orient Express, der straight nach Paris geht. Also die Zwischensequenzen, die haben wir alle schon gesehen. Deswegen können wir jetzt schnell zu den Zügen. Wir sollten es aber dringend vermeiden, ohne Ticket da reinzusteigen. Also sprechen wir nochmal mit den Franzosen. Bonjour, Mademoiselle, Monsieur, wie kann ich Ihnen helfen? Wir möchten ein Abteil nach Paris reservieren. Sehr gerne, Monsieur, das macht 400 Dollar, bitte. Okay, oder 400 Dollar? Das ist ja unverschämt, das zahle ich nicht. Wir haben keine große Zeit zum Falschen, also lieber mal okay. Sehr schön, Monsieur, 400 Dollar, bitte. Gut, dann hauen wir, klatschen wir die Dollar in die Fresse. Merci beaucoup, Monsieur. Angenehme Reise. So, das Ticket grapschen wir und verwenden es mit dem Orient Express, dann geht's schon los. Verdammt, ziehen, komm! Da sind wir nun endlich im Orient Express Richtung Paris. Tut, tut. Und wir schauen mal, was der Lavometer dazu zu sagen hat. Wir müssen uns jetzt nämlich entscheiden, ob wir weiterspielen wollen als Lucky oder als Kate. Der Unterschied ist aber wirklich nur minimal. Es geht um einen Dialog, der jetzt folgt. Wir werden uns aber natürlich trotzdem beide Lösungsmöglichkeiten angucken. Und ich würde sagen, wir starten mit dem guten alten Lucky. Spielkreuzung. Die Melodie verstummt. Es wird melodramatisch hier. Da sind wir nun im Orient Express. Oh. Bist du schon mal mit dem Zug gereist? Nein, nur zu Fuß und mit dem Flugzeug. Ach, wie lass mir mein Vater wissen, was passiert ist. Wenn der Zug das nächste Mal hält, werde ich ihm ein Telegramm schicken. Gut, danke. Ich wollte, du würdest aufhören zu trinken. Naja, wir bekommen nicht immer das, was wir uns wünschen, nicht wahr? Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir um Chill tut. Ich weiß, dass ihr sehr gute Freunde wart. Er war mein Freund. Ach, ist ja egal. Ach, Lucky. Weißt du, ich verstehe dich nicht. Du sitzt da und tust so, als ob nichts passiert wäre. Aber ich weiß, was hier vor sich geht. So wie du mich ansiehst. Ich meine, mein bester Freund ist gerade... Wie sehe ich dich denn an? Versuch doch nicht, mich für dumm zu verkaufen, Schwester. Es.
Ich weiß doch, dass du wegen der Sache in Istanbul am Kochen bist. Eigentlich habe ich mir nur Sorgen über dich gemacht und wie du dich fühlst. Ich habe mir Sorgen über deine Gesundheit gemacht. Du hast seit Tagen nichts Vernünftiges gegessen und jetzt sitzt du hier und schüttest dir den Alkohol nur so rein. Aber da du das Thema schon mal angeschnitten hast, es gibt da noch einige Dinge, die ich gerne sagen würde. Jetzt geht's los. Tatsache ist nun mal, dass ich dein Leben gerettet habe. Warum? Weiß ich auch nicht. Männer, die Frauen wie Spielzeuge behandeln, verdienen es, in Ketten zu hängen. Gut, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf Versöhnungskurs Richtung Happy End machen. Schauen wir uns mal, was uns das Spiel da anbietet. Hast du dir vielleicht mal überlegt, dass ich ihr vielleicht kein Unrecht angetan habe, sondern dass es einfach nicht geklappt hat mit uns beiden? Oder ich war derjenige, dem Unrecht zugefügt wurde. Sie war diejenige, die mich ausgenutzt hat. Oder drittens, ich habe also einen Fehler gemacht. Manchmal kann ich mich eben nicht beherrschen. Wir nehmen mal Nummer 1. Ja. Woher weißt du das? Ich bin immer wieder erstaunt, für wie dumm manche Männer die Frauen halten. Es ist wirklich beleidigend. Es erstaunt mich immer wieder, dass ich dachte, ich sollte mich wirklich mal am Kopf untersuchen lassen. Beleidigend? Hör mal, Frau, wenn ich dich wirklich beleidigen wollte, würde ich mich viel schlimmer benehmen. Mach auf, Schwester! Es gehört alles zum gleichen Spiel namens Leben. Knallhart, aber wir nehmen trotzdem nochmal die 1. Vielleicht, aber aus anderen Gründen. Was meinst du damit? Ach, nichts. Jetzt tu doch nicht so unschuldig, ja? Ich hasse es, wenn Leute sich so benehmen. Was genau? Jetzt verstehe ich endlich. Du magst mich nicht, wahr? Nichts. Klar doch. Das läuft ja wirklich wieder gut. Ich hätte nie gedacht, dass es noch schlimmer werden könnte als meine letzte Verabredung. Nehmen wir mal. Hätte nicht schlimmer als meine sein können. Das glaubst aber auch nur du. Ich wurde einmal mit einer Frau verkuppelt, die hatte so einen Mundgeruch, dass die Hunde sich umdrehten und wegrannten. Das ist aber wirklich lustig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und was hast du gemacht? Ich habe ihr einen Knochen gegeben. Du bist aber wirklich ziemlich lustig, Lucky. Danke. Hast du übrigens schon die Zähne geputzt? Ja, ich glaube, du hast recht. Charme, Schlagfertigkeit, gutes Aussehen. Man könnte sagen, dass ich Glück gehabt habe. Ich finde das so lustig. Jetzt erzähl mir, wie deine letzte Verabredung war. Ich war letztes Jahr Weihnachten in Wien. Und mein Vater arrangierte ein Abendessen zwischen mir und dem ersten Geiger der Wiener Philharmonie. Aha. Ich liebe Konzerte und ich muss zugeben, dass ich wegen der Verabredung wirklich sehr aufgeregt war. Und? Er war furchtbar langweilig. Den ganzen Abend sprach er nur über sich selbst. Ja, ich hasse das, wenn Leute das tun. Lucky. Nicht, dass das so wichtig gewesen wäre, aber er war wirklich ein Weichling. Brille und mit einer Stimme, die so piepsig war, dass ich mir wie ein Bariton vorkam. Ja, die guten zwei, die passen wirklich zusammen, Lucky und Kate. Diese oberflächlichen Banausen haben sich wirklich zwei gefunden. Und überleg dir das mal. Wir nippen an einem Sherry nach dem Essen und mitten in diesem eleganten Restaurant fängt er plötzlich an seiner Nase herumzufummeln. Willst du mir damit sagen, dass er in der Nase herumgebohrt hat? Ja, ich bin fast gestorben. Wir sollten unsere beiden Verabredungen verkuppeln. Ah ja, würden sie nicht ein schönes Paar abgeben? Das würde aber auch bedeuten, dass ich niemanden hätte, der mit mir ausgeht. Ich auch nicht, aber wir könnten uns ja jederzeit zusammentun und unsere Verluste gemeinsam beklagen. Okay, jetzt haben wir also eine Verabredung. Auf unerwartete Verabredung.
und aufs Tanzen gehen. Auf unerwartete Verabredung und aufs Tanzen gehen. So, die holde Zweisamkeit wird je unterbrochen. Tong wusste, diese Zeit würde kommen. Den werde ich aufspießen. So, der gute Tong hat uns eingeholt. Ah, oh nein, gerade wo es ans Vögeln ging. Du jetzt mir gehören. Also, der gute Tong und der gute Lucky, die müssen sich jetzt oben auf den Zügen bebetteln in der zweiten und Gott sei Dank letzten Actionsequenz. Aber bevor wir die angehen und mir gerade das Mikro vom Kopf rutscht, werden wir uns in der nächsten Folge ansehen, wie der Dialog als Kate so läuft. Dann bezwingen wir den guten Tong und dann geht's auf Richtung Paris. Seid wieder dabei beim nächsten Mal bei Heart of China ohne Mundgeruch. Bis dann.